Fünf Fußballspieler, die während eines Spiels starben. Nummer 5. Mario Morosini war ein ausgezeichneter defensiver Mittelfeldspieler. Er spielte für Livorno, der Serie B in Italien. Am 14. April 2012 in der 31. Minute gegen Pescara brach Morosini dreimal auf dem Spielfeld zusammen, wovon er es zweimal schaffte aufzustehen, doch das dritte Mal blieb er liegen. Obwohl er schnell eine Herzdruckmassage bekam und sofort ins Krankenhaus gebracht wurde, verstarb er nur eine Stunde später im Krankenhaus. Seine Teamkollegen brachen unter Tränen aus. Hilflos ließ er seine behinderte Schwester zurück, die er seit dem Tod seiner Eltern übernommen hatte. Zum Glück entschied sich der ehemalige Teamkollege Antonio Di Nalate, Carla Maria, die Schwester des Mannes, der auf dem Fußballfeld verstarb, zu übernehmen. Dieser Vorfall hat auf jeden Fall einen Platz in der Fußballgeschichte verdient. Nummer 4. Antonio Puerta. Antonio Puerta war mit seinen 22 Jahren einer der besten Linksverteidiger von Sevilla. Er hatte viele Angebote von Top-Teams wie Real Madrid und Manchester United bekommen. Aber leider in dem ersten Spiel der Saison gegen Getafe kollabierte Antonio dramatisch, was letzten Endes zu einem Herzstillstand führte. Nach den schockierenden Ereignissen eilten seine Teamkollegen zu Hilfe und legten ihm die Finger in den Mund und rollten seine Zunge zurück. Antonio konnte dann wieder atmen und auf eigenen Beinen zur Umkleidekabine laufen. In der Umkleidekabine erlitt der 22-Jährige ganze 5 Herzinfarkte, woraufhin er ins Krankenhaus gebracht wurde und dort wiederbelebt wurde. 3 Tage später verstarb er. Voller Trauer veranstaltete Sevilla im Finale vom Europa Supercup eine sehr emotionale Zeremonie. Der Gegner trauerte mit voller Ehre und Respekt mit. Nummer 3. Emmanuel Ortega. Mit nur 21 Jahren ist der vielversprechende Junge der argentinischen Fußballmannschaft St. Martin ums Leben gekommen. Er verlor sein Leben aufgrund eines doppelten Schädelbruchs, während sein Team gegen Juventus Unida der 4. Liga des argentinischen Fußballs spielte. Ortega fuhr den Ball über die Seitenlinie mit einem Gegner zusammen. Nach einem Schock fiel er hin und er flog mit seinem Kopf direkt gegen eine Betonwand. Emmanuel ist sofort ins Koma gefallen. Nach 11 Tagen im Koma starb er. Nach dem dramatischen Unfall wurde das Stadion in Betracht gezogen. Die Stadt begann das Stadion sofort umzubauen und für eine bessere Sicherheit zu sorgen, um die körperliche Unversehrtheit der Spieler auf dem Spielfeld zu schützen. Nummer 2. Marc-Vivien Faure. Marc genoss seine Auswahl in der Nationalmannschaft von Kamerun. Er starb im Finale des Confederation Cup im Jahre 2003 gegen Kolumbien. In der 75. Minute fiel der Mittelfeldspieler zu Boden und er verlor sein Augenlicht. Die Fans konnten nicht glauben, was da gerade am passieren ist. 52 Minuten lang versuchten die FIFA-Ärzte, ihn wiederzubeleben, aber leider ohne Erfolg. Marc-Vivien Faure hatte einen Herzfehler. Samuel Eto'o war ein sehr guter Freund von Marc. Sie kannten sich von früher aus der Fußballjugend. Eto'o ist zutiefst enttäuscht und traurig über den Tod seines besten Freundes. Da kommen wir auch schon zu Nummer 1. Miklós Ferrer. Miklós Ferrer war der Top-Spieler vom portugiesischen Club Lissabon. In der 60. Minute wurde Ferrer eingewechselt. Es stand auch noch bis zu der 90. Minute 0:0. In der Nachspielzeit hatte Lissabon doch noch das 1:0 erreicht. Nur noch wenige Sekunden bis zum Sieg, aber auch nur noch wenige Sekunden bis zum Tod. Nach dem Tor hatte Ferrer als Jubel den Ball zu lange in der Hand gehalten und der Schiedsrichter zeigte ihm die gelbe Karte. Ferrer lächelte über die gelbe Karte. Danach drehte er sich um und brach zusammen. Leblos bleibt der Körper auf den Rasen liegen. Die Sanitäter versuchten ihn noch auf dem Feld mit Elektroschocker wiederzubeleben, aber dies ohne Erfolg. Sonntag um 23.11 Uhr gaben die Ärzte bekannt, Ferrer ist tot.
Als Andenken wurde von ihm eine Skulptur gebaut und sein Trikot, wie es an dem Tag war, wo er gestorben ist, wurde im Vereinsheim in einem Bilderrahmen eingerahmt. Ruhe in Frieden an alle verstorbenen Fußballspieler. Ich bin Forti.